Heinrich Popov, Weltmeister über 100 Meter und im Weitsprung. Ein Athlet im Goldrausch. Er ist ein toller Typ, ein hervorragender Sportler und der wird in London sehr erfolgreich sein. Ich muss einfach nur gesund bleiben, dann glaube ich, kann mich keiner schlagen. Ich weiß, dass mich keiner schlagen kann. Also er ist ein super Typ, ich mag ihn ganz gern. Wir sind echt, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn ihm dieser Gerd Schönfelder noch ein letztes Mal die Show gestohlen hat, bei der Wahl zum Behindertensportler des Jahres. Die Zukunft könnte ihm gehören. Die Qual der Wahl. Es war ein tolles Jahr für den Heinrich und es zeigt auch, was in London möglich sein wird. Er hat sich ein klares Ziel gesetzt, das er in den nächsten Wochen auch deutlich formulieren wird. Jetzt geht es darum, die Form aufzubauen, die Form zu stabilisieren und wir helfen ihm dabei, sozusagen die eigene Marke Heinrich Popov dann auch zu polieren und für einen paralympischen Athleten dann auch mit einer großen Bekanntheit zu versehen. Doch gerade als Behindertensportler bleibt es, trotz Ruhm und Ehre, ein mühsames Geschäft. Das muss man natürlich schauen, international auch, dass da einfach auch einmal vielleicht ein Preisgeld zu gewinnen ist oder irgendwas. Und wir sind halt wirklich nur Geld mit unseren Leistungen wirklich an sich. Also mit einer Goldmedaille kann man wirklich nur bei Paralympics über die Sporthilfe. Und sonst ist da eigentlich bei uns nichts zu holen. Und das ist halt schwierig, das dann irgendwo alles unter einen Hut zu kriegen. Also ich glaube, dass der paralympische Bereich sehr viel mehr Beachtung verdient. Und Heinrich hat das Glück, so wie einige andere Athleten auch, dass sie von den Unternehmen, in denen sie angestellt wird, sind, dass sie da gefördert werden, dass sie sehr viel Zuspruch erfahren und dass sie zum Teil auch freigestellt werden. Das ist natürlich die Basis überhaupt, dieses Verständnis, dass der Erfolg kommen kann und dass man sehr professionell trainieren kann, dass man sich professionell vorbereiten kann. Wichtig ist aber auch natürlich, das Marketing drumherum zu gestalten, den Athleten zu befreien von zu vielen Terminen, damit er in irgendeiner Form sein Auskommen findet, sondern das sehr professionell zu strukturieren. Das werden wir dann für Heinrich tun. Ein ambitioniertes Programm auf dem Weg zu einem ambitionierten Ziel. Diesen Erfolg verbuchen zu können. 2004 Bronze, 2008 Silber. Ist das wie bei eBay? So 3-2-1 bei Ihnen dann nächstes Jahr? Ja, eben haben Sie mich schon drauf angesprochen, ein paar Leute hier draußen, ob das mein Motto ist, das 3-2-1. Ich habe angefangen zu zählen bei 3, bis runtergegangen 2 und ich habe noch niemanden gesehen, der 3-2-4 gezählt hat. Er setzt ganz klar auf Gold und das ist auch richtig so. Er trainiert hart, er hat einen straffen Zeitplan bis London. Es ist sehr professionell, was er da macht und das wird sicherlich auch zum Erfolg führen. Wir drücken ihm nicht nur die Daumen, sondern werden alles tun, dass das auch klappt. Ich wünsche es ihm, ich drücke ihm zumindest einen Daumen. Und sein Nachfolger als Behindertensportler des Jahres 2012 wird ja dann auch noch gesucht. Meine Chance kommt nächstes Jahr. Ich hätte ihn natürlich gerne in so einem 1-zu-1-Duell geschlagen. Nein, Spaß beiseite. Heinrich Popov, 2012, ein Kandidat für viele Titel.